Zeichne mein Pokémon. Hallo. Wir zeichnen jetzt Pokémon. Bald zeichne mein Pokémon. Ja, das hättet ihr alle nicht erwartet. Niemals. Und ich zeichne zuerst. Juhu. Ich glaube, das ist ein Clickbait-Titel. Die machen das gar nicht. Ich beschreibe dir jetzt ein Pokémon. Aha, da war meine Maus. Ich habe gerade. Ja, war alles gut. Die Strichstärke. Warte, wie hatten wir die gesagt? Die muss immer so, ne? Genau. Ja. So, womit fangen wir dann mal an? Ich denke, wir fangen mit dem Kopf an. Ja, wir fangen mit dem Kopf an. Du machst einen. Willst du mit der Nase oder mit dem Auge anfangen? Ich fange mit der Nase an. Mit der Nase. Okay, die Nase ist im Endeffekt ein Stück Kohle. Ein Stück Kohle. Relativ weit links. Das Pokémon, der Körper geht dann nach rechts. Darf ich den Kopf schon mal machen irgendwie? Oder erstmal nur die Nase? Ja, es ist halt. Aber es ist schwer, damit wo ich damit anfangen soll, weil das so ineinander übergeht alles. Wir können ja mit der Mähne anfangen. Der Mähne? Mit der Mähne. Ponita. Nein. So. Löwen haben ja zum Beispiel so eine ganz normale Mähne so um den Kopf rum. Ja. Oder Evoli hat diesen Kranz um den Hals und das ist jetzt auch quasi der Hals. Der Hals ist so eine buschige Mähne und die Mähne ist quasi aus Blättern. Also so eine große, flauschige Blättermähne. Aber die ist schon um den Kopf komplett rum oder nur um den Hals? Nur mehr so um den Hals. Und halt um den Nacken. Es ist jetzt sehr seltsam, mit dem Hals anzufangen. Ja, aber von dort aus kann ich besser den Rest beschreiben, weil es dann so ineinander besser übergeht. Okay, ich versuche hier Blätter zu malen. Ja gut, die Blätter sind eigentlich eher nur so... Ja, wie halt jemand einen Baum malt. Es sind jetzt Blätter. Also als ob man einfach so einen Baum malt, so ganz simpel, weißt du? So, mehr so Kreise als richtige Blätter. Jetzt sind's richtige Blätter. Okay. Ich hab da jetzt irgendwie so drei Blätter gemalt. Das sind mehr als drei. Das sind aber drei sehr große Blätter. Nein, das ist wirklich quasi ein Busch. Ein Busch. Also das sind schon so 20 einzelne Ausbuchtungen oder 25. Okay. Kleine Mini-Blätter, die man sieht. Okay. So kleine Kreise. Das sind jetzt lange Blätter, die groß sind. So lang sind die nicht. Gut, dann mache ich sie doch, aber das sieht wirklich hübsch aus, was ich hier gemalt habe. Ich kann es ja nicht sehen. Also es ist wie so ein. Ja, es ist wie ein Busch, den du halt malst, der die Halskrause ist sozusagen. Okay, dann male ich nur einen Busch. Guckt das Pokémon noch irgendwo? Es guckt nach links. Nach links. Der Kopf kommt dann da oben auf diesen Busch ran. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Ich kann dir ja schon mal sagen, der Kopf, der da rausguckt, ist dann etwa so geformt wie ein abgerundetes Dreieck. So, das ist die Grundform vom Kopf. Aber ganz wichtig, unten, auf der Unterseite des Dreiecks, hat es einen Bart. Da kommt jetzt oben links, wie gesagt, das abgerundete Dreieck hin als Kopf. Ist oben eine richtige Spitze? Ja, da oben... Du lässt das Dreieck oben mal offen, da kommt noch was dran. Ich habe keine Ahnung, wie ein abgerundetes Dreieck aussehen soll. Ein Dreieck und die Ecken sind nicht spitz, sondern rund. Und da der Busch ist ja der Hals, ne? Also... Ja, also es ist steckt ein bisschen drin, aber nicht viel. Du musst dir halt auch noch vorstellen, die Unterseite von dem Dreieck ist dann halt quasi zackig, weil das da ein Bart ist. Aber man sieht halt keinen Mund, der Mund ist halt unter dem Bart so quasi, also... Wie so ein Rauschebart, der über dir deinen Mund wächst. Das wird doch nix. Alter Mann, so. Mhm. Aber das gehört dann, das war das. Ja genau, links an das Dreieck ist dann halt das Kohlestück, die Nase. Links am Dreieck. Im Dreieck oder am Dreieck? Im Dreieck. Also keine Rudolf-Nase, sondern innen drin so. Ich glaube, es ist etwas zu klein geraten, aber... Was ist zu klein geraten? Der Kopf? Ja. Du musst ihn größer machen. Oben rechts am Dreieck ist ein großes Ohr. Warte, ich muss noch links die Kohlenase malen. Genau. Also einfach eine Nase. Halt. Ja, es sieht aus wie ein Kohlestück. Ja. So, rechts oben am Dreieck ist das große Ohr. Mhm. Das ist in etwa dreimal so groß wie das Kohlestück. Und das Dreieck ist oben offen, das ist keine Spitze. Ja, da kommt da noch was dran. Ist es auch einfach rund, oder? Das Ohr ist, ein Mauseohr, könnte man sagen. Okay. Also aber ohne etwas drin. Also einfach nur die Fläche. Ich hätte jetzt fast nass genäht gesagt, aber... Na, wie groß ist dieses Kohlestück denn bei dir bitte? Nein, das ist nicht so groß, aber der Kopf sieht halt schon aus wie so ein... Ja, aber nass genäht hat doch keinen Busch als Kragen. Nee, aber es sieht aus wie die Nasenhaare. Ich weiß nicht, was du da fabriziert hast. Ich habe Nasenhaare fabriziert. Die Haare sollten eigentlich nicht an der Nase sein.
Nein, sind sie ja nicht, aber ist egal. Okay. Achso, ist links auch ein Ohr? Da habe ich jetzt einfach ein Ohr gemalt. Nee, das sieht man nicht. Okay, es ist links gar kein Ohr. Also, weil es guckt halt nach links und es ist halt ja, so, dass okay. man es nicht sehen kann. Ja, okay, ich habe links das Ohr gemacht. Also, wenn man es von deiner Perspektive aus sehen kann, dann... Nö, kann man jetzt nicht okay, mehr. Okay. Dann machst du jetzt das Auge. Mhm. Das Auge ist im... Ja, wieder so ein Halbkreis, der nach unten geht, der halt oben... Ja, weiß ja, ein Strich und darunter halt der Halbkreis, das ist dann das Auge. Mit zwei Kreisen drin. Umgekipptes D. Ja, genau, ein umgekipptes D. Mit zwei Kreisen dann drin. Mhm. Und um dieses Auge herum ist eine Form und die sieht... Ja, du malst das Auge quasi außenrum nochmal nach, nur ein bisschen breiter. Und links ist halt noch eine Spitze dran. Das ist schwierig. Das ist ja keine Form, die man so beschreiben kann. Das ist... Nee, das ist schwierig zu malen. Warte, ich muss das Auge, glaube ich, ein bisschen tiefer setzen. Und ein bisschen... Ich habe den Kopf halt viel zu klein gemalt. Mach ihn doch noch größer. Nee, das geht nicht. Okay. So, ja, es hat eine Maske auf. Ne, es ist keine wirkliche Maske. Jetzt kommt, malst du von der Kohlestücknase aus einen Strich über das Auge, so knapp bis zur Stirn, da wo das halt offen ist. Mhm. Machst dann einen kompletten Kreis um das Auge herum, dass da eine Fläche halt drumrum ist. Da ist doch jetzt schon eine Fläche. Ich muss ja, da kommt noch eine Fläche. Das geht nicht. Und die schließt dann nach einem kleinen Bogen mit dem Buschkranz an. Okay, warte, ich muss die Nase tiefer legen. Und was kann ich heute für Sie tun? Herr Doktor, ich will meine Nase tiefer legen lassen. Also Strich übers Auge. Aber da soll dann noch eine Fläche sein, die man dann noch ausmalen kann. Da ist noch eine Fläche locker. Easy. Okay, dann ein schöner Kreis ums Auge rum. Wunderschön. Dass es dann unterm Auge endet. Ja. Und dann Strich nach rechts, dass es an den Busch angrenzt. Vom Auge aus. Von dieser Linie, die du gemalt hast. Mhm. Das sieht derbe bescheuert aus. Sodass der Bart und dieses um das Auge herum eine Fläche ist. Ja, das ist wunderschön, nein. Okay, jetzt kommt das, was oben auf dem Kopf ist, wo noch die Fläche offen ist. Ja? Ja. Und zwar kommt da jetzt ein... zwei Hörner. Mhm. Und die sind halt am Anfang noch so zusammen, in so einem dicken Klumpen und gehen dann so auseinander und das sind halt so zwei gebogene, ja, wieder Hörner so. Die dann halt einmal so nach oben gehen und dann nach hinten so. Mhm. Also, ja, Widerhörner halt. Gut, dann kommt jetzt der Körper des Pokémon. Mhm. Du machst erstmal die Mähne, den, ja? Ist das die Weiterentwicklung von Mihikel? Ja. Chevrum, nee. Ja, ach, nein, Chevrum. Das ist nicht Chevrum. Dann kannst du jetzt den Körper von Chevrum machen. Viel Spaß. Also das Gesicht sieht definitiv nicht so aus. Aber ich darf es ja nicht komplett wegmachen. Nee, nicht wirklich. Wie sah denn Chevrum nochmal aus? Du hast es in Smash doch bestimmt öfter mal gesehen. Ja, ich mag ja auch Mihikel und Chevrum. Sind doch cool. Mihikel habe ich so niedlich gemalt und Chevrum kacke ich so. Chevrum wird jetzt so, oh, ich bin dein Papa. Nein. Und Chevrum so, oh, Mihikel so, oh, ich schäme mich so für Papa. Okay, ich glaube, es ist flauschig. Ne, es ist nicht flauschig. Es ist nicht flauschig. Es hat hinten dann immer ein kleines Schwänzchen. Aber willst du seinen Ton hören? Oh mein Gott, das klang halt richtig. Das klang halt richtig creepy, als es auf einmal angemacht hat. Und dann war so. Klingt ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Ein bisschen, ja. Alter, das ist. Dieser Kopf, den habe ich so verkackt. Ich habe ihn wahrscheinlich auch nicht gut beschrieben, muss ich dazu sagen. Das mit dem Strich habe ich ja nicht verstanden, aber ich darf es ja nicht mehr ändern. Ich glaube, es hat hier unten auch noch einen Busch an den Füßen. Ah ja, okay. Fußbüsche. Ja, so Haare halt da unten. Das sieht kacke aus. Hat Flügel. Nein, es hat zwar scheinbar einen Bart, aber ich habe das Gesicht so verkackt, dass man den Bart nicht richtig sieht. ja. Wird es schlimmer als Urhafen hier? Ja. Oh. Nein, obwohl nein, das wird es nicht, aber das Gesicht ist halt völlig falsch. Hm. Dann sag doch, was du dir gerade dabei denkst, was du gerade malst. Ich male einen dicken Körper. Warum malst du eigentlich alle Pokémon dick? Ich meine, Ninja-Turm musste ja schon leiden. Und Radikal. Na, dick ist es nicht. Ich glaube, es ist... Doch, es ist, glaube ich, doch flauschig. Ich mal's flauschig. Okay. Es kriegt jetzt doch Flausch. Alles, was Fell hat, ist flauschig. Schon, irgendwie. Geben wir allem einen Wolli-Körper. So ein bisschen. Ja, du hast recht. Das sieht ein bisschen mehr aus wie die Weiterentwicklung von Wolli mit einem komischen Dreieckskopf. Würdest du vielleicht sagen, so in welche Richtung das Dreieck geht?
Naja, wenn unten der Bart ist und oben die Spitze offen ist, ist doch logisch, in welche Richtung es geht. Naja, Dreiecke können ganz unterschiedlich aussehen. Viele Optionen bleiben da nicht mehr offen, wenn diese beiden Punkte gegeben sind. Tja, dann hast du mein Dreieck noch nicht gesehen. Dann guckt es halt nach oben. Das Gesicht, das stört mich halt so hart. Das sieht nicht schön aus. Ah, warte, jetzt mache ich hier noch ein paar mehr Blätter hin. Die sehen gut aus. Jetzt darfst du gucken. Schon? Ja. Okay. Wow, what happened? Hey, was ist das denn da? Ach, das ist das Ohr. Was ist das da? Die Nase. Oh, okay, du hast das Dreieck vollkommen falsch verstanden. Ja, das sag ich doch. Ja, sag dann doch bitte, ich weiß weil... so. Ja, weil das ist nämlich nicht die Spitze, ist das. Für mich ist ein Dreieck so. Ja, ein Dreieck hat drei Spitzen. Eins, zwei, ja, drei. Dann hättest du sagen müssen, vielleicht, dass der Kopf seitlich auf dem... Ich dachte, das war klar. Nee, das war mir nicht klar. Ich wusste, dass es halt hier so ein Glas hat, aber ich wusste nicht mehr genau, wo. Sieht voll cool aus. Wie so ein mythisches Waldwesen. Ja, es ist ein mythisches Waldwesen. Ja, wunderschön. Es wirkt ein bisschen gruselig. Ein bisschen. Ich stell dir vor, das begegnet dir so nachts im Wald. Na doch, lieber mein kleines Vehikel. Das ist übrigens die erste Entwicklung, die wir fertig haben. Stimmt! Ich stell dir gerade vor, hättest du auf der anderen Seite das Ohr auch gemacht, würde es ein bisschen aussehen wie kleiner Affe. Ja, stimmt. Chef rum. Gruselig. Gruselrum. Okay, ich habe ein tolles Pokémon gefunden. Fangen wir mal an. Mit dem Kopf. Und zwar erinnerst du dich an Lilo und Stitch, oder? Ja, ist eine tolle Serie und ein toller Film. Ja, aber ich weiß gerade leider nicht mehr, wie er hieß. Der, Gantu? Ja, klar, nee. Hamsterdam? Nein, Quickly? Nein, genau, der Freund von ihm. Gantu. Nicht Gantu, Oh, shit. Jumba, genau. Und du malst bitte den Kopf von Jumba. Oh, okay. Einen richtig fetten, runden Kopf. Ich hab dir jetzt nicht mehr genau vor Augen, aber... Aber es hat mich gerade daran erinnert. Ich aber denke, ohne Details, ne? Einfach nur so mit dieser... Also sieht es ja im Endeffekt aus wie so eine Haribo-Erdbeere. Ja, vielleicht. Aber auch so einen großen Mund, ne? Aber der ist halt geschlossen. Ein großer Mund noch. Ist der einfach nur ein Strich als Mund. Ja, wie eine Schildkrötenschnauze in etwa, aber ohne, dass da noch irgendwie ein Haken oder so ist. Okay, ich glaube nicht, dass das jetzt aussieht wie ein Schildkröten. Es sieht jetzt einfach aus wie ein großer... Große Fläche mit einem Riesenmund. Ja gut, bei mir guckt es nach links. Wahrscheinlich guckt es bei dir gerade aus, oder? Bei mir guckt es gerade aus, ja. Okay, gut, dann malst du... Aber es lächelt. Es lächelt, ja, es lächelt schon. Okay. Malst du jetzt an die rechte Seite des Mundes, weil ich sehe es ja jetzt halt nur von einer Seite. Ja. Malst du drei spitze Zähne, die nach unten gehen. Das heißt, ich mach's auf beide Seiten. Ja, wahrscheinlich. Und der kleinste Zahn ist links und dann wird es nach rechts größer. Okay. Drei Zähne nebeneinander und der kleinste Zahn ist halt links. Okay, dann mache ich das hier auch. Und die gehen alle nach unten? Die gehen alle nach unten, ja. Ah, der Zahn ist nicht größer, kleiner als der daneben. Okay, das sieht auf jeden Fall interessant aus. So, jetzt malst du da drüber ein böse guckendes Dreiecksauge. Malst du jetzt wahrscheinlich... Was? Ich mach die Zähne nur auf die eine Seite. Okay, malst du wahrscheinlich links und rechts ein böse guckendes Dreiecksauge. Sehr groß? Nee, nicht so groß. Und da drin ist halt einfach nur eine Pupille und eine Iris. Also... Sind die relativ in der Mitte des Kopfes, oder? Nee, relativ weit... ja, außen von mir aus gesehen. Aber noch auf dem im Kopf drin. Ja, so. ja. Okay, böse guckendes Dreieck. Aber dazwischen muss noch was Großes. Okay. Ich sage, es ist irgendein Geist-Pokémon. Und über dieses. Hast du die Augen? Bin noch dabei. Wie sehen die innen drin aus? Einfach nur eine Iris und eine Pupille. Warte, was mache ich? Eine Augenbraue. Die grenzt direkt ans Auge an, also hast zwischen Augenbraue und Auge keinen Platz. Und die ist extrem. Also die ist schon sehr groß. Ja. Größer als das Auge an sich und ausmalbar. Und in derselben Form. Das ist eine Monobraue. Nee, es geht ja nicht von zwei. Also jedes Auge hat eine eigene Augenbraue. Ja. So, jetzt mal. Ist eine Nase? Na, das nicht ganz, aber später. Du malst jetzt erstmal den Körper, weil im Prinzip hat das Pokémon keinen Hals. Hast du nicht gesagt, da kommt noch was zwischen die Augen? Ja, aber das machen wir später. Achso, dann würdest du einfach erraten. Wahrscheinlich ja.
Okay. Du malst jetzt einfach, das Pokémon ist wirklich dick. Okay. Also du malst jetzt so einen dicken, runden Körper einfach. Genau unten drunter? Oder ja, der Hals ist direkt auf diesem Körper drauf. Also der Kopf. Ist es noch irgendwie so ein bisschen schräg wie bei Chefrum oder wirklich genau oben drauf gesetzt? Genau oben drauf gesetzt. Wie okay. Ein Schneemann quasi, aber nur eine dicke Kugel. Sehr, sehr dick. Ja, schon ordentlich dick. Das ist jetzt aber nicht Relaxo, oder? Nein. Okay. Gott, das sieht aus wie Jabba the Hutt. Aber jetzt bitte mach kein Radikal daraus. Also es ist jetzt wirklich fett, ne? Es ist dick, ja. Es ist sehr dick jetzt. Es ist jetzt ein Relaxo-Körper. Ja, nicht ganz wie Relaxo, eher wie so ein... Relaxo. Eher so wie... Wenn ich so... Ja, eigentlich auch Jabba-artig. Jabba ist ja... Also nicht so quillig fett, sondern eher so... Rund. Wirklich rund. Ja. Muss ich das hier ein bisschen nach unten machen, so? Also wirklich komplett rund und nicht irgendwie fettig, sondern wirklich rund. Rund, nicht fettig. Diese Begriffe hier. Ja, also, nee, das sieht doof aus. Also wirklich, halt wirklich kreisrund und nicht, dass es irgendwie so eine Seite noch irgendwie so ein bisschen abquillt irgendwie. Nein. So, okay. Oh Gott, perfekt runder Kreis. Oh Gott, was bist du? Ja, ich denke, es ist fein. Okay, jetzt malst du unter den Kopf. Ja. Ein Halbkreis, also als wenn du ein T-Shirt-Kragen malst. Ja, okay, das krieg ich hin. Der ist ein Muskelshirt, der geht ins Fitnessstudio. Ja, er muss noch ein bisschen hingehen, damit sich das auszahlt. In diesen Kreis, Halbkreis, malst du halt einfach einen waagerechten Strich in die Mitte. Von oben nach unten einfach. Waagerecht. Ist doch von oben nach unten. Es ist senkrecht. Ah, ich verwechsel das jedes Mal. Der geht auch von links nach rechts komplett. Ja. Okay. So, dann malst du jetzt die Füße, die sind halt links und rechts am Körper. Oh Gott, das hat Füße. Links und, also nicht unten drunter? Nee, links und rechts. Und zwar sind das eigentlich so typische Dino-Füße. Die kommen aus der Seite? Ja, die sind am Körper dran an der Seite, aber okay. So aus meinem Blickwinkel. Okay, also Dino-Füße. Ja. Wie groß? Groß. Große, fette Dino-Füße mit drei Krallen so. Zwei Krallen, okay. Aber auch so ein bisschen Dino-Bein sieht man auch. Ah, man sieht noch ein bisschen Dino-Bein, okay. Ja, man sieht ein bisschen Dino-Bein. Weil Dino, wie dick ist das Dino-Bein? War schon ein ordentlicher... Gott, was zum Teufel. Und mit zwei Krallen. Ja. Was? Das ist ein Pokémon? Das ist ein Pokémon. Oh mein Gott. Das sieht so fucking hässlich aus. Dann malst du jetzt... Warte, ich muss so den anderen Fuß machen. Ich meine, sowas Markantes muss mir doch einfallen. Hat's Haare? Okay, egal, geht's. Okay, dann mal ich dir, sag ich dir jetzt, dass du zwischen die Augen... Ja. ...ein langes Horn malst. Welche Richtung so? Es guckt nach links, also ist nach links. Also müsstest du es jetzt theoretisch nach geradeaus machen. Also so ein bisschen schräg nach oben so. Ja, nee, also bei mir guckt es halt jetzt eigentlich direkt nach links unten. Also müsstest du jetzt irgendwie nach... gerade ausmalen und über das Horn kommt noch ein kleineres Horn. Über das Horn kommt noch ein kleines Horn. Ja. Aber es ist schon ein großes Horn. Ich glaube, ich krieg das in das Horn. Ja. So, ein Horn? Sieht aus wie der eine von der Monster AG. Dieser Orange, der mit der Socke. Erinnere ich mich gerade nicht dran. Der die Socke auf dem Rücken hat und dann kam die Kindersucher Get mit dem Kontaminierungsalarm. Nee, weiß ich nicht mehr. Und dann haben die ihn komplett rasiert und dann war er rosa. Okay, ja. So, hinter das kleine Horn, das hast du auch? Ja, hab ich auch, ja. Da malst du jetzt links und rechts ein Stoppschild. Was? Was? Ja, es ist ein Sechseck. Hinter? Ja, das ist, also das quasi, ist so quasi, als wenn das Haare sind. Ah ja, Stoppschildhaare, klar. Also links und rechts so ein kleines Sechseck. Klein, wie groß? Klein. Also da kommt halt in die Mitte ein anderer, was sind die Haare? Sind die so hinter dem, dass es quasi so aus dem Kopf hinten rauskommt oder nein, einfach so hinterm Kopf? Kopf drauf, das ist wie Haare. Wie Haare? Ja. Jeweils links und rechts hinter dem kleinen Horn ein kleines Stoppschild. Nee, links und rechts am Kopf einfach. Ach so, als wären es Mickey Maus Ohren so. Ja, aber die sind direkt auf dem Kopf drauf, die stehen nicht ab. Als wäre es ein Schildkrötenpanzer irgendwie so in der Art. Wie soll ich das denn machen? Versuch es. Ein Sechseck, was genau drauf, da muss es doch abstehen. Nee, eben nicht, weil es eigentlich nach links guckt. Also sieht man nur so die Hälfte vom Stoppschild jeweils. Nee, man sieht schon ganz. Also ja, wahrscheinlich sieht man jetzt bei dir nur die Hälfte, ja. Jeweils auf jeder Seite. Ja.
So ungefähr auf der Höhe, wo Mickey Mouse seine Ohren hat. Ja. Und in der Mitte, du malst jetzt über den Kopf, als hättest du einen Haarreif auf, auch nochmal so eine Fläche, die man ausmalen kann. Wie ein Haarreif? Ein Haarreif. Kann ich jetzt gerade nicht mit anfangen. Du weißt doch, was ein Haarreif ist. Ja, aber wie soll ich den da einbinden? Das hat ja keine Haare. Du malst einfach eine Fläche hinterm Kopf, auf dem Kopf drauf, die ausmalbar ist. Ja, wie sieht die Fläche aus? Im Endeffekt sehen die zwei Punkte, die zwei Stoppschilder mit dieser Mittelfläche aus, hättest ein Headset auf. Okay, damit kann ich ein bisschen mehr anfangen, ja. Damit kann ich was anfangen. Und das Ganze umrandest du jetzt auch nochmal. Alles, Stoppschild und Headset. Ja. Damit man das dann nochmal extra ausmalen kann auch. Okay. Aber als eine Fläche, also du ziehst einfach nur die Fläche. Ja, mach ich. Ist das irgendein Frosch? Nee. Ich weiß echt nicht, was das sein soll. Dann fangen wir erstmal mit dem Schulterpolster. Ist das Schulterpolster? Ist es Garenmon? Nein. Also es sieht aus, als hätte es einen Rucksack auf quasi. Ein Rucksack, klar. Ja, du malst halt über die Schulter nochmal so eine große, ja, so einen großen Gurt, den du ausmalen kannst. Also einfach so eben wie ein Rucksack. Jeweils auf jeder Seite so. Ein, als hätte es einen Rucksack um. Ja. Und da drunter. Ach, das ist dann quasi die Seiten von seinem Tanktop. Ja, es hat auch noch Knieschoner, fällt mir gerade auf. Knieschoner. Fällt kein Kampf-Pokémon ein, was sowas anhat. Wo hast du den Rucksack gemalt? Höchstens die Bunke. Ja, jetzt habe ich die Rucksackträger, ja. So, unter diesen Rucksackträger malst du jetzt nochmal einen Kreis. Jeweils einen? Ja, der auch ausmalbar ist. Ist der dran oder ist da eine Lücke Fläche zwischen, die ausmalbar ist. Also, wie groß ist der Kreis? So groß wie die Kopfhörer. Also ich bin mir gerade ziemlich sicher. Wie groß wie die Kopfhörer, okay. Kreise. Kopfhörer, Kreise. Also die Kopfhörer, Sechsecke. Ja, die Ohrmuscheln. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Pokémon an Wrestling angelehnt ist. Aber mir fällt gerade kein Pokémon ein, was daran angelehnt ist. Achso, Utestor, das hat kein Horn. Nein. Du malst jetzt auch noch, es hat auch noch so einen Minensprenggürtel um. Was zur Hölle? Ja, es hat so einen Gürtel um. Ja. Dieser ganz große Gürtel, das ist ein ganz großes Sechsecke wieder. Der Gürtel sind Sechsecke. Ja, das sind mehrere Sechsecke, die auf dem Bauch sind, halt um den Bauch rum. Ja. Aber dazwischen bleibt noch eine Fläche frei. Zwischen jedem Sechseck oder wie? Ja. Hä? Ich dachte, das ist ein Gürtel. Ja, du malst aber erstmal einzelne Sechsecke. Und da zwischen diesen Sechsecken ist noch Platz. Ja, weil du es dann nochmal umrandest am Ende. Okay, Moment, dann lass mich kurz die Sechsecke malen. Aber wir dürfen auch den Lendenschurz nicht vergessen. Lendenschurz? Ja, also es hat unten tatsächlich noch unterm Gürtel. Unterm Gürtel tatsächlich noch ein Sechseck, wo man auch merkt, dass es noch unter dem Bauch drunter geht. Und wo soll das da hin? Unter dem Gürtel ans untere Ende des Bauches, dass man merkt, dass es noch nach hinten weitergeht. Wie nach hinten? Naja, nach... Nach unten. Nach unten! Okay, mach ich einfach mal hier so. Sieht ein bisschen aus wie Bauchnabel jetzt, aber passt. Nein, es ist nicht synchronmittig. Ich bin da sehr speziell, was das angeht. Das muss definitiv passen. Okay. So, dann malen wir jetzt die Arme. Ja. Ja, es hat erstmal, zumindest jetzt auf der rechten Seite, oder auf der linken wahrscheinlich auch, ein sehr dünnes Ärmchen. Klar, der ganze Körper ist voll muskulös und dick und so, und dann hat es so dünne Ärmchen. Ja, ein dünnes Ärmchen. Ja, und wie sieht das aus? Das ist einfach ein dünner Strich. Ein dünner Strich! Aber da kommt ja dann noch was... Nicht ausmalbar. Doch, ausmalbar. Der kommt ungefähr aus der Seite halt so raus. Der kommt aus der Seite raus, ja. Ungefähr unter den Rucksackträgern. Da drunter? Ja, wie man so einen Rucksack ja trägt. Okay, ja, verständlich. Ja, okay. So. Oh Gott, wie soll ich diesen Arm jetzt erklären? Hat er auch Knie-Ellbogen-Schütze? Das ist auch so ein Jumba-Arm. Aber Jumba hat doch voll dicke Arme. Ja, richtig. Die Klaue ist dann ja auch dick. What? Ja. Ist das, oh Gott. Warte. Aus Sonne und Mond. Oh Gott. Die Krabbe, die Kampfkrabbe? Nee. Nicht? Nee. Weil die hat solche Hörner. Also nicht diese Krabbox. Nee. Okay, das wäre jetzt meine einzige... Aber das ist gerade richtig schwierig zu erklären, wie man diese Klaue malt. Ist es... Nee. Also so super dünne Arme, so eine Riesenklaue?
Ja, aber der Arm... So wie Kingler? Also angebeugt. Ja, die Klausen... Nein, das sieht man aber nicht. Also du malst jetzt... Ja, was ich hab keine Ahnung. Ich versteh's nicht. Ich auch nicht. Hat's noch eine Nase? Nein. Gar nichts. Es hat zwei Hörner, das braucht keine Nase. Okay. Also die Arme sehen halt wirklich... Aber die Hörner sind auf der Stirn, ne? Ja, ja. Okay. Ja, und ein bisschen zwischen den Augen, also, ne? Nee. Okay, dann halt nicht. Warte mal, ich mach das mal kurz in die Mitte. Nein, ich weiß noch nicht, was es ist. Okay, machen wir den Schwanz, während ich mir überlege, wie ich... Ach, auch ein Schwanz hat's auch noch, okay. Der Schwanz ist eigentlich ganz einfach. Das ist so ein dicker Dino- oder Schildkrötenschwanz, der lang ist und hinten ist so ein Komet dran. Also ein Stein. Also ein Sechseck. Nee, wirklich so ein unförmiger Stein. Okay. Okay, dann erkläre ich jetzt die Hand. Also es sieht ein bisschen Playmobil-artig aus, der Arm irgendwie. Naja, egal. Jedenfalls setzt du an... Hat der Schwanz irgendwelche Details? Nein. Okay. Du setzt an den... Ich muss dir jetzt ganz grob erklären, weil sonst kriegst du nicht hin. Du setzt jetzt an den Arm ein Dreieck, wo die Spitze oben ist. Ein langes, dickes Dreieck, wo die Spitze oben ist. Ja, ich weiß nicht, wie ein Dreieck lang und dick sein kann. Das kann es. Ja. Hast du? Ich glaube. Okay, unten mal. Also die Spitze ist quasi im Arm so. Nein, die Spitze ist deutlich über dem Arm, weiter oben Richtung Höhe Kopf. Weil die Spitze geht Richtung Kopf. Das Dreieck ist so. Also so, senkrecht. Senkrecht am Arm dran. Du musst dir vorstellen, Arm und senkrecht. Ja, der Arm geht halt bei mir so schräg nach oben. Ja, ist okay, dann ist da trotzdem das Dreieck dran. Also das Dreieck ist da perfekt dran. Dass es sozusagen einen kleinen Speer hat. Nein, das Dreieck ist deutlich größer als der Arm. Ja. Und fast so groß wie das ganze Pokémon. Was? Ja. Das Dreieck ist fast so groß wie das ganze Pokémon. Ja. So riesig. Ja. Sicher, dass du mir kein Digimon beschreibst. Ja. Also hat es quasi einen riesigen Megaspeer. Ja, aber die Spitze ist oben. Also die Spitze geht nicht schräg nach oben, sondern wirklich nach oben. Nach oben. Oben. Das heißt, die Hypotenuse, die gerade Seite, ist unten. Ach so, okay, ja gut, warte, dann muss ich den Arm aber ein bisschen anders... also es geht wirklich... geht es unterm Arm auch noch so ein bisschen oder geht es wirklich vom Arm aus direkt so nach oben? Nee, nach unten und nach oben. Also der Arm ist quasi in der Mitte. Ah, ja, ich denke, das ist ein Dreieck, was nach oben geht und fast so groß ist wie das Pokémon. Okay, dann malst du jetzt unten an das Dreieck, daraus wird jetzt die Pfote quasi gemacht und dann malst du drei Krallen dran. Das ist Rihornior! Ja. Oh mein Gott. Ja, ich hab das... Du hättest mir sagen sollen, dass das Horn ein bisschen weiter unten ist. Okay, ja, ich weiß ja nicht, wie es aussieht, keine Ahnung. Darf ich ihm jetzt noch ein Horn mit zusätzlich auf die Nase geben? Weil, nein. Wieso? Ich mache ja nichts weg. Ich mache ja nur noch was dazu. Na gut, dann darfst du's. Gesundheit. Dankeschön. Ja, jetzt erkenne ich's, wenn das... Ich hatte ja gesagt, zwischen den Augen, aber wahrscheinlich ist dein Kopf zu groß. Ja, also ich habe ja nichts weggemacht. Ich habe ja nur was dazu gemacht, okay. Dann guck mal, was es da am Arm noch für Details hat. Ich hätte es am Schwanz erkennen müssen, tatsächlich. Oh mein Gott, das Dreieck ist jetzt viel zu riesig. Ich mache da unten einfach so drei kleine Knüpsels. Das ist wirklich schwer zu erklären. Ja, das glaube ich, Rihornio hat sehr viele Details. Aber dieser riesige Dreieckarm, der geht einfach gar nicht fit, du. Aber ich bin auch froh, dass du es malen musstest und nicht ich. Ja, das glaube ich dir, du, das glaube ich dir. Das glaube ich dir sehr gerne. Jetzt muss ich irgendwie versuchen, dieses Dreieck genauso hinzukriegen wie auf der anderen Seite. Bin wirklich gespannt, es zu sehen. Ist es denn Thumbnail-würdig? Ich denke, jetzt wo ich die Nase noch gemacht habe, ist es okay. Also es könnte rauf. Es wird nicht mal ansatzweise drauf passen. Das könnte schon jetzt die Folge der Dreiecke werden. Ja, der Sechsecke. Ja. Die Arme sind halt viel zu riesig, aber ich darf sie jetzt nicht mehr kleiner machen. Die Folge der geometrischen Form. Warum sagst du, dass die Arme so groß sind wie das Pokémon selber? Weil sie das sind. Nein! Warum sind die ja gegen Ende hin nicht rund? Ja, das wollte ich dir ja noch erklären, aber ich musste erstmal die Grundform haben. Ja, das kann du hättest ganz viel radieren müssen, weil anders hätte ich die Grundform nicht erklären können. Ja, das kann ich jetzt nicht mehr machen, ne? Nee.
Ja, dann kannst du jetzt gucken. Guck mal hier. Und du musst dir vorstellen, das hier. Stell dir bitte jetzt vor, dass das hier die ganze Zeit nicht da war. Gut, danke. Also die ganze Zeit hatte ich nur dieses Bild hier vor. Guck dir das jetzt mal ohne Nase an. Ja, okay. Und dann dachte ich so, was ist das für ein Wrestling-Ding? Aber ich war voll froh, als mir eingefallen ist, es aussieht wie Jumba. Ja, das ist wahr. Inwiefern sind die Arme denn so groß wie der... Guck mal. Ja, von der Höhe, aber... Ich hab's jetzt von der Dicke alles. Nein, ich meine von der Höhe, darum so groß. Also das war für mich die Höhe. Ja, groß heißt für mich so alles. Okay, nein, die Höhe. Von der Höhe her. So lang hätte ich sagen. Also... Es hat halt wirklich so einen Wrestling-Kopfschutz auf. Ja, und es hat halt auch so einen Rucksack. Also den hast du ja auch rein. Ja, ich denke, das ist... Es ist okay. Das war halt wirklich schwer zu beschreiben. Dafür hast du es ganz gut gemacht. Ja, es ist okay, denke ich. Okay, dann sagt Hallo zu Rihonior. Ich kann mein Mittagessen nicht essen, weil ich keine richtigen Arme habe. Oh Gott, dieser Kopf. Ja, aber der Kopf sieht halt aus wie Jumba. Ja, ist wirklich so. Oder wie dieser aus Crash Team Racing, dieser Eierkopf da. Du fängst an mit... dem Schnabel. Dem Schnabel. Es ist ein Schnabel. Es ist ein schöner... Spitzer... Weißt du was? Der Schnabel sieht aus wie ein Becken. Also so ein Musikbecken. So die beiden zum Zusammenschlagen, wenn sie aufeinander liegen würden. Mhm. Ist der Schnabel nach links, nach rechts? So wie er da ist, könnte er überall hingehen, aber er geht an sich nach links. Aber er ist ja quasi synchron, weil die beiden Beckenteile ja so aufeinander liegen, dass sie zusammen sind, weißt du? Okay. Und ist auch so wahrscheinlich ein halbes Becken, ne? Nicht... Nein, zwei Becken einfach. Aber du siehst das Becken nur von der Seite. Ja, natürlich sieht man es von der... Ja, klar, man sieht es von der Seite. Also es sind jetzt keine runden Becken. Also als ob sie aufeinander liegen würden und du siehst es von der Seite. Okay. Und das ist dann halt der Schnabel. Ist ein bisschen breit, aber ja. Ist auch ein breiter Schnabel. Und darum machst du jetzt den Kopf und der Kopf ist... im Großen und Ganzen ist der Kopf erstmal einfach so ein... schwer zu beschreiben. Marshmallow? Vielleicht? Aber da kann ich mir gerade gar nichts vorstellen. Okay, dann versuche ich es einfach mit Strichen zu erklären. Oh mein Gott, ich habe gerade eine richtig niedliche Ente daraus gemalt. Die ist wirklich super süß. Sie bleibt im Video erhalten. Die ist wirklich niedlich. Okay, ich mach's einfach mit Strichen. Okay. Ja. Du gehst von dem Schnabel, genau unten in der Mitte, fängst du an. Unten in der Mitte beim Schnabel, ja. Fängst du an. Da kommt jetzt der Hals sozusagen dran. Mhm. Gehst halt ein bisschen nach unten, ein bisschen nach links, so dass du den Hals formst. Mhm. Jetzt geht die Muster, das wird jetzt ein Muster. Du machst einen kleinen Bogen nach... Nein, warte, das ist... Ich weiß nicht, ob ich dir das so erklären kann. Das ist erstmal das, okay. Dann stoppst du erstmal so. Das ist dann der Hals, ja? Mhm. Da, okay. Nee, weißt du was? Von dort aus kannst du gleich den restlichen Körper des Pokémon weitermachen. Das ist ja ein Vogel. Das heißt, du machst jetzt so eine schöne, geschwollene Vogelbrust. Vogelkörper. Mhm. Der dann nach unten rechts. Hat's einen langen Hals? Ja, der Hals ist quasi mit dem Kopf zusammen. Also wie bei einem Datiri. Okay, vielleicht nicht wie beim Datiri. Das ist ein normaler Hals. Okay. Aber jetzt machst du halt so einen schönen, langen, geschmeidigen Vogelkörper. Auch zur Seite ruhig. Zur Seite nach rechts, genau. Da unten hörst du dann erstmal auf, dann machen wir später weiter. Mhm. Und jetzt fängst du oben beim Schnabel an. Aber der Bauch ist auch mit drauf. Der Bauch ist ja quasi alles so in einem so. Okay. Also jetzt fängst du oben beim Schnabel an. Mhm. Und gehst erstmal ein paar Zentimeter nach oben. Mhm. Machst dann einen Bogen nach rechts, ganz gerade. Wir wollen einen geraden Bogen machen. Nein, du machst einen Bogen und danach gehst du einfach ganz gerade nach rechts. So ungefähr von der Länge her wie der Schnabel. So lang. Mhm. Das ist dann die Stirn und dann gehst du auf der anderen Seite wieder runter. Als Bogen. Als Bogen, so wie auf der linken Seite auch, nur ohne Schnabel halt. Also hat das Pokémon so einen Flachkopf oben? Es hat einen ziemlichen Flachkopf, ja. Okay. Hast einen ziemlich flachen Schädel, Flachschädel. Zitat von Petri aus Littlefoot. Ich muss den Körper größer malen. Aber also ja, der Kopf ist halt ziemlich flach, also ist gut, dann hast du den so, wie er auch sein soll. So, hinten am Kopf hat das jetzt noch ein paar Federn, das sind ja quasi Haare.
Das ist so die Frisur des Pokémon. Das sind so drei Federn, die vom Kopf aus in einem Bogen nach hinten gehen und wieder zurückgehen. Also mehr nach unten so, als ob du es so nach hinten gegeht hättest. Eine mittlere, dann darunter eine längere und darunter eine kurze. So, jetzt machst du oben links, da an der Flachschädelstirn, einen kleinen schrägen Strich von links oben nach rechts oben. Dass da so eine quasi oben links an der Stirn eine kleine Fläche entsteht, die man ausmalen kann. Mhm. So, jetzt kommt das Auge, das kommt rechts schräg über den Schnabel. Mhm. Das ist erstmal ein langes, umgedrehtes D. Aber darüber ist dann halt die andere Seite vom umgedrehten D, sodass es so eine richtig... Ja, sodass da Haut drüber ist sozusagen. Mhm. Und einfach nur ein Kreis in der Mitte vom Auge. Okay. Oh, und dann gehst du von dem Auge noch so ein kleiner Strich noch nach rechts. Jetzt machst du über dem Auge, über dieser... Sieht sehr weiblich aus. Das ist okay. Jetzt machst du über diesem Augen... Baroness ist es aber auch nein, nicht. Nein, nein. Über dieser Augenhaut machst du jetzt nochmal... Das Augenlid meinst du wahrscheinlich. Ja, okay, das Augenlid über die Augenlid. Machst du jetzt nochmal so einen Bogen um zur Stirn hin. Von der Unterseite des Auges machst du jetzt auch einen Bogen, der geht nach rechts unten. Mhm. Ungefähr auf die Höhe des Halses. Und der geht... Nach rechts unten? Nach rechts unten. Mein Hals ist aber links. Dein Hals ist rechts und links. Nee, mein Hals ist nur links. Warte, ich mach meinen Hals nochmal neu. Nein, der Hals geht ja auf beiden Seiten runter. Der ist ja nicht nur auf einer Seite der Hals. Ja, aber ich glaube, ich bin trotzdem... Oder? Nee, ich lasse es mal so. Und dann gehst du schräg nach unten links und schließt dann da an. Am Hals. Ja, dass das dann alles insgesamt so eine Fläche ist, die nochmal extra auf dem Gesicht ist. Also auch noch mit dem Strich über dem Auge? Genau, das ist alles eine Fläche. Außer der Schnabel, nee, der Schnabel sollte es bei dir eigentlich nicht abgrenzen, so wie ich es erklärt habe. Bei mir grenzt der Schnabel schon. Dann hast du es falsch gemacht. Wenn du von dem Auge aus nach rechts gehst und diesen Bogen machst und dann nach unten links... Achso, nee, weil der Schnabel ist ja sowieso abgegrenzt bei mir, also... Achso, ja, nee, der Schnabel gehört nicht zur Fläche. Nee. Nee. So, das ist jetzt der Kopf. Ja. Okay, jetzt machst du den großen... Das ist ein großen Flügel. Ist das Xatu? Nein. Der ist nicht Xatu. Großen Flügel. Ein großer Flügel. Also ich hab den Bauch falsch. Ich. Der Bauch ist ja noch nicht so. Also. Ja, du weißt ja im Endeffekt, wie ein Datiri aussieht. Also von der Grundform her, Grundaufbau ist wie Datiri. Ja, dass jetzt auch der Flügel so an der Seite ist, so eingeklappt. Ja. Und ganz wichtig, an der linken Seite von diesem Bauch siehst du auch noch diesen angedeuteten rechten Flügel, den das hat. Aber nur angedeutet. Also erstmal den Flügel. Du kannst diesen Bogen da noch machen. Wie sieht jetzt der Flügel aus? Auf der linken Seite siehst du erstmal nur diesen Kreis. Als angedeutet. So, das Oberteil davon. Also der Flügel ist ein... Ja, erstmal kannst du es vom Grundaufbau wie den Datiri-Flügel machen. Aber die unterste Feder ist ganz, ganz lang und spitz. Die geht noch ein bisschen weiter als der Grundflügel. Und ansonsten sieht man, abgesehen von dieser spitzen langen Feder, noch zwei lange Striche, die halt auch noch Federn darstellen sollen. Am Ende. Jetzt machst du unter dieser Fläche, die ich vorhin erklärt habe, die am Kopf ist, gehst du ein bisschen weiter runter. Da fängst du jetzt auch am Bauch an. Also am Bauch links. Also nur so 1 Zentimeter unter dieser Fläche. Machst einen schrägen Strich nach unten rechts. Einen kleinen. Warte. Wo bin ich jetzt? Du hast diese Fläche oben am Kopf ja gemacht, ja. Die alles verbindet. So, ja. Die endet ja unten links am Hals. Oh, da ist noch ein Stück Schnabel, aber ja, ungefähr. Sollte ein bisschen weiter unterm Schnabel eigentlich enden. Nein. Doch, tut sie. Okay, jetzt macht das. Dann tut sie das. Macht sie das jetzt? Ja, jetzt tut sie das. So, dann ein Zentimeter weiter unten fängt eine neue Fläche an. Mhm. Kleiner Strich, 1 Zentimeter nach unten rechts. Dann folgt sie der oberen Fläche quasi auch wieder nach oben rechts. Die obere ging ja da auch schräg runter und die geht jetzt halt da recht schräg hoch. Mhm. Die berühren sich aber nicht. Ja. Und dann nach unten grenzt an den Flügel an. Okay. Und von dort aus machst du jetzt nochmal einen Strich quer über den Bauch nach unten links. Das war der Flügel im Weg. Ja, so dass du den Flügel halt nicht... Nach unten links. Genau. Weiter unten Richtung Bauch. Und das waren jetzt alle Muster, die es hat. Mhm. So, jetzt fehlen noch die Füße. Hat es auch noch eine Schwanzfeder? Ja, die Schwanzfeder kommt jetzt. Die Schwanzfedern sind im Endeffekt
Du hast ja diese eine spitze Feder am Flügel gemacht. Ja. Das sind nochmal zwei von diesen ganz spitzen Federn, die ganz lang sind und nach hinten gehen. Und die haben in der Mitte einen schrägen Strich, sodass die jeweils in zwei Flächen eingeteilt sind. Dann kommen jetzt die Füße. Ja. Vogelfüße einfach, würde ich sagen. Mhm. Also so nach hinten geknickt. Und dann mit drei Krallen, spitzen Krallen vorne und eine Kralle hinten. Ja. Der normale Vogelfüße. Kann man nicht so viel zu sagen. Soll das der Tignis darstellen? Nein. Ich wüsste aus dem Kopf gar nicht, wie der Tignis aussieht, glaube ich. Also ich finde tatsächlich, dass der Schnabel für kein Enten-Pokémon... Es ist keine Ente! Ja, dafür, ja, es ist halt dafür, dass es kein Enten-Pokémon ist, einfach zu entig. Welches Pokémon hat denn solche gegeten, geleckten Federn nach hinten? Ich weiß es nicht. Sagen wir mal die Gen. Dritte Gen. Schwalbini ist es nicht. Nein. Schwalbos. Das ist Schwalbos. Echt? Ja. Nee. Ja, doch. Nein. Soll ich gucken? Ja. Wow. Okay, ich glaube, du hast die Becken ein bisschen falsch verstanden. Oh mein Gott, die Stirn. Ja. Okay, hier. Zwei Becken, die aufeinander liegen. So. Aber Becken sind rund. Ja, wäre das da oben etwas rund gewesen, wäre es auch egal gewesen. Das ist eher vom Schlagzeug, das Becken. Das ist eckig. Das meinte ich doch auch. Du hast normale Becken gesagt. Becken, die man zusammenschlägt, sind rund. Ja, die werden doch auch zusammen. Ja, aber da musst du wirklich Schlagzeugbecken sein. Das ist ein Unterschied. Ach Gott, die Musikexpertin hier. Aber so, du weißt, dass die so aussehen wie Schlagzeugbecken. Ja, ja, ich ja. Gesagt. Aber ich dachte, die sehen ungefähr gleich aus. Nee, nicht so richtig. Oh mein Gott, dieser Flachschädel. Oh mein Gott, super. Und das ist übrigens hier die... Diese. Okay, ja, nee, aber. Du hast ihn auch in die falsche Richtung. Was hast du denn da mit der. Ja, doch, du hast gesagt, ums Auge rum, da meinst du noch. Nee, an sich ist das richtig. Ich hab nur den Hals zu klein gemalt, sonst ist das richtig. Achso, ja, gut, du hast ja. Den Hals extra gemacht. Der Hals geht halt quasi in den Kopf über. Deswegen habe ich ja gesagt, es geht alles so in eins über. Ich hab den Hals nur falsch gemalt, sonst ist richtig. Schweib, 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 schweib. Dann speichern wir das mal ab. Also, du malst einen Kreis. Wohin? Wie groß? Nach oben. Mittelgroß. Einfach ein schöner runder Kreis. Aber nach oben muss noch eine Kleinigkeit dahin. Ja, das passt so, denke ich. Okay, dann malst du links und rechts an den Kopf. Also das ist der Kopf, wie du dir jetzt vielleicht schon gedacht hast. Hab ich mir gedacht. Zwei kleine, dicke Dreiecke, das sind die Ohren. Geht die Spitze nach außen? Die Spitze geht nach oben, aber die sind abgerundet. Also es ist wirklich so ein breites Dreieck. Wieso? Also könnten auch so ganz kleine Hörnchen sein, weißt du? Okay. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Circa. Aber wirklich, so Affenohren. Nee, Katzenohren. Wirklich ganz Katzenöhrchen schon eher, aber wirklich ganz kleine. Auch ganz klein nur. Ja, ganz kleine, breite Katzenöhrchen, könnte man sagen. Ja, aber die sind innen auch nicht ausgemalt. Breit. Klein und breit? Ja. Inwiefern breit? Wohin breit? In die Breite breit. Das sind irgendwie keine Dreiecke mehr. Oh, Dreiecke sind so... Du weißt, dass ein Dreieck auch so sein kann. Das ist immer noch ein Dreieck. Ja, aber... Ja, ich denke, das ist so Bisasamohren? Ja, so ein bisschen. Okay. Das ist es einfach Bisaknospe oder Bisaflor. Dann malst du oben auf den Kopf eine Haifischflosse. Eine Haifischflosse, okay. Und davor dieser Haifischflosse ist noch eine kleinere Haifischflosse. Haiflisch? Haifischflosse. Also als würde es ein kleines Feuer sein. Ja, aber halt sehr spitz, ne? Also nicht so eine... Es ist eine Haifischflosse. Ja, aber keine krasse Haifischflosse mit mega den Einbuchten, sondern so eine ganz spitze Haifischflosse. Okay, mach ich die lieber nochmal ein bisschen anders. Irgendwie die spitz genug. Ja. So, dann malst du etwas weiter unten, also das Pokémon hat eine große Stirn. Ja. Nach unten malst du links und rechts ein großes Auge, also einfach ein ovales, ein ovaler Kreis. Oval nach links oder oval nach oben? Oval nach oben, also ein ovales Oval. Ein ovales Oval, Mensch! Ja, weil ich eben ovaler Kreis gesagt habe. Als nächstes sagst du, das ist ein dreieckiges Dreieck. Okay, ja. Und nach oben malst du halt diesen weißen Lichtpunkt jeweils ins Auge. Mehr nicht. Nein. Den muss ich aber mit einem anderen Strich malen. Es scheint niedlich zu sein. Sieht jedenfalls gerade relativ niedlich aus. Okay. So, links und rechts machst du die Augenbrauen über die Augen und die Augenbrauen sind einfach nur ein unausgemalter Strich, dass das Pokémon böse gucken lässt.
Okay. Und auch direkt wieder dran am Auge. Mhm. Ja. Dann malst du jetzt zwischen die Augen ein bisschen weiter unten einen Kreis, also eine Nase, eine ovale Nase von links nach rechts. Ovale Nase von links nach rechts, okay. Also einfach... Kleine Knopfnase. Kleine Knopfnase, okay. So, jetzt kommt der Mund. Der Mund ist auch nicht so schwierig. Das ist ein Dreieck, das ist böse guckt und auch unausgemalt. Also ohne Strich unten, sondern einfach nur... Dreieck mit Spitze nach unten? Nee, eben nicht Spitze nach oben, okay. Aber ohne unteren Strich. Also es sind nur die beiden Seiten. Ah, okay. Grenzen die an die Nase an? Nein. Also so... Ja, es ist ein Dreieck, Mund, der halt böse guckt dann. Okay. So, links und rechts an die Wangen kommen jetzt die Barthaare. Das ist Zwotronin. Ja. Okay. Aber mit den die Haare verstehe ich nicht ganz. Die Haare verstehe ich. Ja, diese Flammen, die verstehe ich nicht so ganz, aber gut. Flammen? Ja, diese Haifischflosse da auf dem Kopf. Tja. Witzig, dass ich Zwotronin schon erkannt habe. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob es 4 oder 6 Schnurrhaare hat. Ich mache jetzt mal 4. Tja, hättest noch 2 Sekunden länger. Aber ich wollte es erraten haben. Also ich wollte, das ist... Okay, der Körper, ich habe keine Ahnung. Ich hatte Zwotronin nie trainiert, glaube ich. Es hat aber so komische Beine, wo die Muscheln drauf sind. Es hat komische Beine. Zwotronin, hast du das gehört? Ich habe halt gerade wirklich null Ahnung, wie Zwotronins Körper aussieht. Tut mir leid an alle Zwotronin-Fans, aber ich mag Zwotronin nicht. Jedenfalls mache ich atmoreinig. Oh mein Gott, war das laut. Das war das Zwotronin. Kennst du das, wenn du das Pokémon wirklich vor Augen hast? Ich habe es wirklich literally vor Augen, aber es nicht so gut malen kannst. Ja, ich hätte es aber nicht... Augen. Ich könnte dir aber erzählen, weißt du, worauf Zwotronin basiert? Auf einem Otter. Und einem Samurai. Ach echt? Mhm. Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Ich gebe ihm mal eine Muschel in die Hand. Vielleicht wirft es damit wie so ein Samurai mit Nee, es macht damit so diese Klinge, weißt du? Ich gebe ihm einfach beide Muscheln in die Hand. Da kommt ja aus dieser Muschel so eine Klinge raus und das ist dann die Kalkklinge. Das ist ja deren Spezialattacke. Nein, wirklich? Ja, mach mal, mach so schön. Nee, ich mal die jetzt nicht, aber das ist wirklich so. Es entwickelt sich auf Level 17. Du meinst, Otero entwickelt sich auf Level 17? Ja, es wird auf Level 17 zu Zwotronin. Okay. Und dann auf Level 36 zu Atmurai. Joa, tut mir leid, Zwotronin, ich kann dir jetzt nicht so krasse Details geben, weil ich habe keine Ahnung, wie dein Körper aber aussieht. Zwotronin sind sehr selten und befinden sich an Gewässern der Einalregion. Es trainiert oft und viel und eignet sich dadurch neue Fähigkeiten für seine Muschelklingen an. Ja, Muschelklingen. Ja. Hat's einen Schwanz? Da variieren die Kampftechniken von Zwotronins Artgenossen sehr, da jedes sein eigenes individuelles Training vollzogen hat. Bin ich schon fertig? Ich weiß halt echt nicht, was Zwotronin noch krass für Details hat. Ich könnte die Klinge noch hier ranmalen, aber ich glaube, das wird ein bisschen dämlich aussehen. Boah, ich hab dieses Bein vor mir, aber ich kann es einfach nicht malen. Das ist ganz schlimm. Ich hab sogar den Sprite vor mir, wie er hochspringt und so mit deiner Klinge so rumfuchtet. Echt? Ich glaube, mehr kommt da nicht. Okay, dann guck ich's mir an. Das ist ein Otter, der eine Badehose und eine Badekappe auf hat und schwimmen geht, würde ich sagen. Mal. Ah, so sah es aus, okay. Ein rudimentäres Zwotronin, aber... Ah, die Haifischflosse ist verkehrt herum. Ja, das hätte ich dir auch noch erzählt, aber... Warte mal, du hast mir erst die Haifischflosse erklärt und dann den Mund und dann so... Ach, übrigens, die ist verkehrt herum. Ja, weil mir ist aber später aufgefallen, dass man es so rum besser erklärt. Ah, ich wusste, es hatte irgendwas Blaues an den Beinen, aber ich hatte es... Ich hatte es einfach nicht so... Ja, jetzt hat es eine Badehose, ist ja auch nicht schlimm. Das ist okay. Aber scheinbar möchtest du gerade schwimmen gehen, du hast zu viele kleine Kinder im Schwimmbecken, was es sehr wütend macht, deshalb steht es auch... Ziemlich angepisst über die kleinen Kinder, du. Ja. Guck dir das an, wie wütend es ist. Oh Gott. Ich find's okay. Ja. Also es ist sehr minimalistisch, aber ich find's okay. Es sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Wrestler. Das hat irgendwas in seinem Hintern stecken, aber ich bin nicht ganz sicher, was das ist. Das könnte ein Torpedo sein. Ich glaube auch. Ja, das war's dann bei Zeichnen mein Pokémon. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Tschüss. Zeichnen.